diese Pädagogik wird ständig flankiert von der Notwendigkeit zu selegieren. Das hängt mit dem Karrierebegriff zusammen, auch damit, dass wir bestanden, nicht bestanden als Code aufgefasst haben. Also die Lehrperson, die auf der einen Seite das Beste will, muss am Nachmittag in die Zensurenkonferenz und muss, weil beobachtet durch andere, Zensuren auch erteilen, die dann Karrieren behindern. Und das kann sozusagen ganz schwer in einem Kopf zusammengebracht werden. Und auch dann tritt die Frage auf, wie lösen das Lehrer typisch? Ne? Und zunächst mal gibt es ja immer die Möglichkeit, eine professionelle Haltung einzunehmen und zu sagen, das eine ist und das andere ist und wir müssen beides machen. Das ist aber ein sehr kühler Blick. Ein anderer Blick wäre der zu sagen, ich gebe die Zensuren gerecht. Ne? Also sagen, ich schade dem Kind nicht, sondern ich tue dem Kind auch mit einer schlechten Zensur gut, weil es dann weiß, dass es sich bessern muss. Also dann wird die Ideologie der Pädagogik übertragen auf den Selektionsmechanismus. Und es wird noch andere Möglichkeiten mehr geben. Es gibt natürlich auch Wege, die organisationell ergriffen werden. Also Schulen, in denen man dann auf Zensuren und Bewertungen verzichtet und Gutachten schreibt oder ähnliche Geschichten. Aber dort gilt dann typisch, dass die Zensur irgendwann kommt. Aber dann hätte man wieder einen Zeitaufschub drin. Also jedenfalls während der Schulzeit wird man jedenfalls nicht zu früh schon mit diesem Selektionsmechanismus konfrontiert. Mit der organisatorischen Entscheidung im 19. Jahrhundert, Jahrgangsklassen einzuführen, werden Beurteilungskriterien für Versetzung notwendig. Das hat soziale Folgen. Lob und Tadel werden symbolisch aufgeladen. Personenkenntnis wird ersetzt durch Zensuren, die auch noch nach vielen Jahren von unbeteiligten Dritten nachvollzogen werden können. Zensuren sind soziale Konstruktionen, die Vergleichbarkeit und dadurch Gerechtigkeit suggerieren. Zahlen sind eine Art Systemgedächtnis. Sie reduzieren Komplexität durch Vergessen. Psychische Befindlichkeiten und selbst das eigene Zustandekommen blenden sie aus. 25 von 36 Punkten. Stella, was ist das für eine Note? 8B. 2? 3. Nein. 3. 2 minus? 1. Zensuren sind, zumindest in den ersten Schuljahren, die No-Gos bei vielen alternativen Schulen in Deutschland. Doch früher oder später kommen auch dort Leistungsnachweise und prägen die Interaktionsformen des Unterrichts. Der Wechsel zwischen sozial zugewandten Äußerungen und der Lob-Tadel-Dynamik im Unterricht kann als Paradox bezeichnet werden. Diese Paradoxie ist aber auch ein Übungsfeld für Schüler. Sie trainieren darauf abgestimmte Verhaltensmuster, erlernen gespielten